Hier ist alles vergoldet! Und sogar die Level sind es hier in Froggun. Eventuell ist es hier sogar schon die letzte Welt. Wer weiß, ich will das nicht jede Folge sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es diesmal stimmt. Jedenfalls geht die Musik hier richtig ab. Und okay, wir brauchen hier erstmal einen blauen Schalter, wie es scheint. Sollen wir den noch erstmal suchen? Noch ein Checkpoint? Hey, es ist so heiß hier in diesem Ort. Es sieht so aus, als würden die ganzen Münzen schon langsam anfangen zu schmelzen. Ich glaube nicht, dass die wirklich schmelzen, aber scheinbar haben wir 4 Checkpoints in einem Raum. What? Okay. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas sollen wir hier machen. Ich kann mich da hochschießen. Kann ich das? Kann ich mich da hochschießen? Also ich kann mich hochtricksen, aber ich weiß nicht, ob ich das soll. Da. Ist es frei? Warst du die ganze Zeit schon frei oder hab ich es gerade frei gemacht? Naja, egal. Auf jeden Fall, das wirkt auf jeden Fall wie ein Level, wo wir ein paar Challenges machen müssen. 4 Challenges oder so. Und deshalb haben wir da die 4 Checkpoints. Ich weiß es nicht. Aber bisher wirkt das auf jeden Fall schon mal wie eine coole Idee. Ist mal was anderes. So, blauer Schalter. Wow. Aber unnütz ist ja extrem unnötig, 4 Checkpoints zu machen, weil du kannst zum einen so oft aktivieren, wie du willst. Ne? Deshalb finde ich das irgendwie unnötig. Na gut. Hat mich ein verwirrt. Was soll's. Yippie! Okay, hier. Boing. Bitte nehmen alles mit. Grüner Schalter. Aha. Bleibt der für immer? Ich höre auf jeden Fall keinen Ticking-Sound. Also, ich denke mal, der bleibt für immer. Und... ah gut, bisher ist das Level überhaupt nicht schwer, ne? Aber es muss ja auch nicht schwer sein. Es muss ja nur unterhalten können. Ja, okay, ich muss da hoch. Also, wenn ich den Jump schaffen würde. Schaffe ich ihn? Oh, ich kann es schieben. So ein Ding ist das also. Hä? Wie habe ich dann den Checkpoint aktiviert, aber ich bin da nicht hochgekommen? How? Hm? Jetzt ist es... ja, ich wollte gerade sagen, das muss man doch runterschieben können. Ja, kann man auch. Aber da würde ich noch gerne lang. Badam. Okay, wunderbar. Auf, zurück. Aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Boah, das war knapp. Das war knapp. Und schnell rüber. Oh nein, es geht runter. Boing, boing. Wie habe ich das getroffen? Oder war da irgendein Gegner? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich mich nicht treffen lassen. Obwohl, wir haben ja jetzt seit letzter Folge, Ende letzter Folge sogar, 8 Leben, die Maximalanzahl. Ja, wir sind einfach so krass. Boing. Und weg. Aha. Wow. Ich dachte gerade, der wird mich ja allein lassen. Glücklicherweise noch nicht. Okay, ich muss gleich rüberspringen. Jetzt! Oh mein Gott! Okay, 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 wir leben, wir leben. Das ist das Wichtige. Wir sind drüber. Wir leben. Und haben Münzen eingesammelt. Ein bisschen Geld. Leben einmachen. Ist auch nicht schlecht. Okay. Spring! Aha, aha. Ah, spring rüber. Oh, boah, was zur... boah. Wie willst du das machen? Was zur Hölle? Das war dumm. Oh mein Gott, ich hab's irgendwie doch drüber geschafft. Boah. Das war jetzt richtig schwer. Kann ich mich rüber tricksen? Ja, theoretisch vielleicht. Müsste ich dann gleich beim Speedrun ausprobieren. Aber jetzt erstmal muss ich es erstmal zum Ziel selber hinschaffen. Ja, gut, ich weiß ja nicht, wie ich das hier mache, ne? Ich überlege gerade, wie man das machen soll. Also hier auf jeden Fall so rüberspringen. Ne, das ist klar. Okay, und dann? Geht er hier durch die Wand? Ah, da springe ich dann ab. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Aua. Ja, 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 okay, okay. Leider muss ich ne... ach komm. Haha, ich kann mich hier hochtricksen. Okay. Okay. Okay, alles klar, alles klar. Boah, das ist halt echt richtig knifflig jetzt hier. Ich muss eine extra Runde drehen. Oh Gott. Ich
schießen, bitte nicht! Nein! Oh gut, dass wir so viele Leben haben. Das ist vielleicht längst tot. Stell dir vor, wir müssen über ein ganzes Spiel nur mit 3 Leben machen. Wir haben ganz am Anfang. Oh no. Okay, da ist die Note. Perfekt. Was wird jetzt hier gewollt? Einfach überleben. Schätze ich. Ah, verstehe schon, ich verstehe schon. So, und rüber. 1, 2. Checkpoint time. Dankeschön. Oh, okay, okay, warte. Bam! Okay, hier ist ein Secret! Gehe ich mal von aus. Ja, doch, das wirkt wie so ein kleiner Raum. Wow. Die Dinger sind ein bisschen komisch. Ja, das sind die definitiv. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Ich habe absolut keine Ahnung. Warte, will das Spiel eigentlich, dass ich da so rankomme? Ich komme einfach anders dran. Na, okay, egal, Spiel. Mama, boing. Ich glaube, man sollte eigentlich auf seinem Kopf drauf, aber so klappt es ja scheinbar auch. Also? Gott, was wird das denn jetzt hier? Oh no. Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh! Wow! Gut, dass die Hitbox von den Dingern so riesig ist, sonst wäre das schwieriger. Ja. Na gut. So, weiter geht's. Das ist nämlich kein Secret Room. Hier ist der Anfang? Aber hier bin ich doch nicht lang gegangen, oder? Schaut mal da. Da oben gibt es einen neuen Weg. Und wenn wir das hier nochmal machen, da gibt es dann einen neuen Weg, ja. Wie gerade gesagt. Okay, dann machen wir das. Müssen sowieso 100% machen. Also, wenn wir schon dabei sind, ne, warum nicht? Okay, nicht runterfallen jetzt. Ist ja nicht so schön. Wow! Okay, hier gibt es noch irgendwas? Oder haben wir das schon mit den Grünen? Das haben wir schon, glaube ich. Hier? Von hier kamen wir gerade. Okay, dann geht's hier weiter. Oh Gott, ich sehe schon. Oh nein. Und dann noch so ein Dude, der mir die ganze Zeit abschießt. Seid ihr denn krank? Ja, ist klar. Erstmal den killen, sonst kann ich hier Geist anfangen. Bang. Bang. Okay, okay. Immer im Rhythmus. Über mir ist ein Schatz, den ich mir mal schnell grabbe. So, jetzt haben wir alle Schätze. Es fehlen nur noch alle Münzen, die hier bei den Feuertornados auf uns warten. Jetzt ist noch der Rest. Ah, da oben ist das Ziel. Okay. Hm? Was soll ich hier machen? Ja, das hat toll funktioniert. Gut, wie schön das Spiel funktioniert. Ja, toll. Das Problem ist einfach, dass das einfach so in dieser Game Engine nicht so richtig funktioniert. Das ist einfach so verbuggt. Es funktioniert halt einfach nicht. Toll. Jetzt habe ich es sogar geschafft, aber bin kein Fan davon. Da oben sehe ich nochmal sehr, sehr viel Geld, wo ich gerne ran möchte. Oh, hi. Moin. Ich nehme erstmal hier die Münzen mit. Wie viel haben wir jetzt? Erst 500 von fast 700. Also der muss ja jetzt einiges dazu rechnen. Tut er auch. Aber nicht genug. Also irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier gewaltig am Stinken. Und damit meine ich jetzt nicht den Wurm hier. Den meine ich jetzt nicht wirklich. Ich hoffe, da oben ist noch genug Geld. Irgendwas stimmt hier nicht. Boah. Nee, ehrlich. Oh, da war sehr viel Geld drin, ne? Aber das reicht trotzdem nicht. Na gut, dann tue ich nochmal backtracken und schauen, wo ich nochmal Geld übersehen habe. Ja, doch. Das andere bleibt mir jetzt nicht übrig. Selber neu zu machen und dann nochmal alles von vorne einzusammeln? Nee, warum? Ah, sich hier Damage boosten lassen, da kommt man hier einfacher hoch. Hä, da hinten ist noch eine Kiste! Oh mein Gott. Ich suche schon seit 5 Minuten oder so alles nochmal ab. Hab alles nochmal neu parkourt und so. Und da sind nochmal 2 Barrels, die ich übersehen habe. Da. Okay, aber erstmal jetzt die Kiste, die ist näher dran. Aber das müssen dann die letzten Münzen sein. Ich habe die tatsächlich einfach übersehen. Ja, Tatsache.
Die hier. Da muss jetzt richtig viel drin sein, ne? Moin. Ja, blauer. Ja. Ach, bei den beiden ist gar kein Geld drin. Okay, aber ja, jetzt habe ich alles. Jump ich off, weil das Geld behalte ich ja. Okay, dann renne ich jetzt nochmal schnell zum Ziel. Bam. Ab ins Ziel. Oh, Junge. Das war mal was anderes. Das war interessant. Aber leider wird das jetzt, glaube ich, jetzt ziemlich schwer, No-Death und Speedrun-Mode zu schaffen. Aber warte mal, das bringt uns jetzt hier zum Shop. Okay, aber ihr seht ja hier, dass hier Punkte nach oben gehen zu einer Tür und nach links. Vielleicht ist das etwas, was wir nach dem Final Boss freischalten, denn da drüben sollte er dann wahrscheinlich sein. Also ja, wir werden den heute bekämpfen. Auf jeden Fall. So, was können wir uns noch leisten? Bunny Ears, yay! Und ein Tiara ist das, glaube ich. Hexis Tiara, ja. Okay. Das hier sind dann wohl die letzten Dinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, die werden wir uns auch noch leisten können. Vielleicht irgendwann. Wir schauen mal. Erstmal No Death, Speedrun. Oh, Junge. Aber kann ich hier nicht theoretisch einfach außen rum? Nee, ehrlich. Kann ich das nicht? Das war doch mein erster Gedanke. Einfach versuchen, mich hier hochzutricksen. Ja, seht ihr? Zack. Einfach alles geskippt. Und jetzt einfach überleben. Und zum Ziel kommen. Oder nicht? Oder sehe ich da irgendwas? Aber eigentlich habe ich es noch jetzt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber geschafft. Gut, gut, gut. Ja, das war's. That's it. 25 Sekunden. No death. Ja. Ja, ich glaube, entweder ist es gewollt, dass man sowas kann, oder die Entwickler haben nicht gecheckt, dass man das Ding spammen kann. Denn das mache ich schon das ganze Playthrough schon lang, dass das einfach so easy passiert und, ach egal. Was soll's. Ein Wettrennen at the finish line. Was bestätigt, dass hier gleich der Bosskampf kommt, der Final Boss, der dann die Story beendet, aber nicht das Spiel. Ich bin mir sicher, da wird es noch ein bisschen mehr Content geben für uns. Aber das ist natürlich mal wieder kein kurzes, langsames Level, sondern wieder eins, was richtig reinhaut. Ich wollte gerade sagen, ist da oben das Ziel? Nope. Aber da könnte man sich hochtricksen. Merke ich mir für Speedrun. Und du? Jack? Hi, Froschgirl! Selbst wenn du mich besiegen solltest und es jedes Mal schaffst, vor mir den Schatz zu finden. Es scheint so, als müssten wir eigentlich die ganze Zeit gar nicht ein Wettrennen machen. Ja, ich hab dir ja gesagt, dafür bin ich auch gar nicht hier. Sondern für... Na, natürlich, da geht's nämlich nicht genug Gold für uns beide. Ich freue mich sowieso nie den Schatz. Boah, echt? Und warum sonst solltest du hier sein? Ich versuche doch nur meine Eltern zu finden. Die wurden in den Ruinen verloren gemeldet. Okay. Nichts weiteres sagen, Renata. Ich helfe dir, die zu retten. Komm schon. Warum wettrennen, wo auch immer deine Eltern sind? Alright! Warte. Du weißt doch gar nicht, wo die sind. Oder wie die überhaupt aussehen. Ah, toll. Okay, machen wir erst was Wettrennen, würde ich sagen. Was? Wo ist es lang? Okay, erst dann die Dinger. Okay, alles klar. Ganz toll. Restarten wir lieber mal. Einfach auf die Chance, dass ich hier No Death bekomme. Reset ich dann lieber nochmal. Und da ich gesehen habe, dass hier oben ein Rückweg ist, werde ich hier erstmal nichts einsammeln. Aber der trifft mich jetzt, oder? Ja. Als ob! Junge, ist das dumm! Also ehrlich, das ist... Oh. Mann! Game Design! Yippie! So, 1, 2, 1, 2... Bonk, 3... Was mach ich denn hier, wenn der die ganze Zeit da ist und mich trifft? Hallo! Spiel! Was zur Hölle? Cheater! Du Cheater!
Ehrlich gesagt, habe ich sogar mehr Lust, das Level so zu machen, dass ich mich erstmal wegcheate. Wisst ihr? Dass ich mich erstmal hier hochcheate. Und dann alles selber erkunde. Darauf hätte ich mehr Lust. Wenn ich ehrlich bin. Ja, aber kann ich nicht hier theoretisch auch einfach mich hier hochtricksen? Zumindest bis er hier ist. Oh man, ich stelle mich halt überhaupt nicht gut an, ne? So, jetzt bin ich mal vor ihm. Boah, das Level ist aber echt nervig. Mhm. Lass mich dann lieber treffen. Rüber, schnell! Hat sich treffen lassen, sehr gut. Wo lang? Schalter? Aua, aua, was zur Hölle? Ich habe einen Checkpoint. Er wartet da auf mich. Ist das dein Ernst? Warte. Und was ist mit dem Wettrennen? Ja, toll. Ich darf den Checkpoint nicht aktivieren. Okay, toll. What the hell? Das ist wirklich bisher das schlimmste Wettrennen von allen. Okay, okay, okay. Bam. Die Plattform kommen. Stehen bleiben. Mich über... bei dem Dude drüber schießen lassen. Oder auch nicht. Egal. Was hat der jetzt vor? Ich weiß es nicht. Ich muss ihn eigentlich ausblenden aus meinem Kopf. Er darf gerade nicht wichtig sein. Okay, ich gehe mal von aus, dass ich... Nein, warum? Warum? Ich war abgedrückt! Ah! Warum chillt er da eigentlich die ganze Zeit? Was, will der einfach nur flexen oder was soll das? Das verstehe ich auch nicht ganz. Ja, also dass ich da gerade gestorben bin, macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich ehrlich bin. Ist einfach nur... Hat den A-Knopf nicht akzeptiert. Bam. Bam. Und schnell rüber. Okay, okay. Was nun? Was nun? Boing. Aufpassen. Ja, die nehme ich mal mit, wenn ich kann. Okay, ich verstehe. Die kann man gut abkürzen. Theoretisch. Für den Speedrun. Ach Mist, Speedrun muss ich ja eigentlich auch noch machen. Oh Gott. Oh nein, Hilfe. Oh oh, oh oh. Nein, bitte nein! Okay. Da kann man sich theoretisch rüber tricksen. Aber dafür muss ich mir erstmal die Zeit und die Mühe nehmen. Und das auch erstmal lernen, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ah, ist egal. Ist egal. Manchmal ist Damage Boost noch okay. Vor allem habe ich auch genug Leben noch. Also passt. Wen stört's? Mich stört diese Passage nur. Ich meine, guckt euch das einfach an, mehr muss ich sagen. Wow, was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Muss ich drücken? Nee, muss ich nicht, auf keinen Fall. Okay, gut, gut, gut. Jetzt. Okay, okay, okay. Das ist Ziel. Boah, was ist das für eine Mission? Du bist so schnell! Ich wette, du wirst deine Eltern in einem Blinzeln retten können! Was auch immer? Ja. Das ist ein sehr schreckliches Level gewesen. Das sage ich euch. Ja, da habe ich gleich nochmal ein No-Death Speedrun machen draus. Aber da cheat ich dann einfach. Ich gehe einfach durch die Tür und das war's. Ich hoffe, das zählt dann. Das dürfte eigentlich zählen. Okay, das ist hier genau. Hier kommen wir zum Anfang. Right? Right. Okay, jetzt können wir erstmal richtig anfangen mit dem Level. Yippie! Was? If you're reading this mode, that's a captured. Capture you, what? That's very levy. Was? Worum geht's hier gerade in der Notiz? Vielleicht checkt ihr die Story mehr als ich. Okay, zugegebenermaßen, ich gebe noch keine Mühe. Ich spiele nur das Game. Hallo, ich spiele Super Mario. Die Story ist nicht wichtig. Oh, da ist übrigens das Secret Level. Habe ich auch erst jetzt gesehen. Wie komme ich denn da lang? Oh, roter Schalter. Es gab hier einen roten Schalter? Was kommt hier noch, ein roter Schalter? Okay. Gucken wir gleich mal. Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich irgendwo einen roten Schalter verpasst? Ich glaube schon. Na gut, dann backtracken wir halt gleich nochmal. Solange ich jetzt nicht sterbe, kann ich zumindest No Death schon mal abhaken. Das wäre halt sehr nice. Wenn das zumindest schon mal möglich wäre, bitte. Oh mein Gott. Ich hasse es. Hilfe.
Ja, okay. Es fühlt sich hier so ein bisschen an, als hätten sie einfach richtig viele Münzen reingespammt, einfach nur damit es hier Münzen gibt. Ich meine, im Endeffekt sollte mich das ja nicht stören. Ich profitiere davon. Ich habe ja davon was. Aua. Ich muss hier runter. Hier ist nämlich noch ein Emerald. Die wollen, dass mir die runterfällt einmal. Oh, nein, nein, nein! Ja, ist klar, deine Mutter! Bro, ja, ich geh jetzt einfach hier lang. Was soll's? Ich muss hier sowieso irgendwo einen Schalter übersehen haben. Anders kann's nicht sein. Warte, komm ich da überhaupt noch hoch oder muss ich wirklich den... Ach, ja, wahrscheinlich schon. So, wieder da. Yippie, geht doch. Mann, das ist eins der schlimmsten Level im ganzen Spiel. Sorry, aber das ist einfach meine Meinung. Ich kann das Level überhaupt nicht ab. Und ja, hier habe ich den Schalter übersehen. Und yeah, jetzt habe ich den ganzen Weg gleich wieder zurückgehen. Aber das machen wir gleich. Ich gehe erstmal jetzt hier lang. Was, so soll man hier eigentlich rankommen? Da kann ich auch einfach hochtricksen. Na egal. Was soll's. Ich schätze, hier gibt es auch ein paar Taktiken für die Leute, die keine Lust haben, den Controller ein bisschen kaputt zu machen. So nenne ich es mal, ganz freundlich gesagt. Aber ja, wir haben jetzt fast alle Münzen. Und dann, wie gesagt, muss ich halt noch eben das Bonus-Level abschließen. Du kommst mit, Kumpel. Hey, Kumpel. Mitkommen. Nicht faulenzen. Hier wird nicht gefaulenzt. Hast du es gecheckt? Yippie. So, wir haben alle Münzen. Also, literally nur noch die Bonus. Da drüben. Da. Hier rein. Ich kann mich da nicht hinschießen lassen. Okay, machen wir nochmal. Speichern, 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 speichern. Okay, ich habe hier was Lustiges rausgefunden. Ja, toll. War sehr lustig, ich weiß. Nee, das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Sondern man kann sich... Mann! Okay, egal, ich bin jetzt hier. Eigentlich kann man sich auch hier rüber schießen lassen. Aber habe ich gerade irgendwie nicht geschafft. Na gut. Das ist wirklich... Der Anfang des Levels ist wirklich die schlimmste Passage. Bin ich ganz ehrlich. Ich find's schrecklich. Weiß auch nicht... Was einem dieser Checkpoint da hinten bringen soll. Verstehe ich auch nicht ganz. Aber was soll's. So. Crystal Skull abholen. Dann ab ins Ziel. Dann sind wir hier fertig. Oh, die gehen direkt kaputt, die Dinger. Nein. Bitte, bitte, bitte spiel, bitte spiel, bitte, bitte screw me nicht over. Oh, danke, 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 danke. Schwinde, Alter. Was will der? Oh no. Wo lang? Hier? Ach komm! Nein! Ja, ich hab's ja verstanden. Ich soll hier den Checkpoint nehmen. So, bitteschön. Seid ihr zufrieden? Ja, ich bleib dabei. Das ist mein absolutes Hasslevel in diesem Spiel. Also das... Ja, nee. Einfach nee. Einfach nee. Ja, okay, okay. Alles klar, Spiel. Soll man es so machen? Ich schätze schon. Ja, du schlägst mich immer. Ist klar. Boing, boing. Und tot. Okay. Eins, zwei, drei. Spring. Ja, von Säule zu Säule gehe ich mal von aus, ne? Dann darüber. Okay. Habe ich vorher nicht gecheckt, aber. Ja. Na gut. Ja, vielleicht merkt man's. Meine Laune ist jetzt wieder runter. Danke, Spiel. Danke, dass du. Okay. Dass du so ein extrem tolles Level gebastelt hast. Ich bin überaus zufrieden und jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal zurückrennen. Yay! Ich geh einfach wieder zurück. Das dürfte doch eigentlich schneller sein, oder? Da, wenn ich da rangehe. I mean.
Ich würde es sowieso ausprobieren für den Speedrun gleich. Und dem No-Death. Okay. Von hier unten ist es bestimmt leichter, oder? Ich muss mich ja eigentlich nur hier hoch tricksen. Und das war's. Wettrennen gewonnen. No-Death. Oder? Also, ich werde es definitiv mal ausprobieren. Denn eigentlich sollte das so klappen. So, wir haben das Level endlich. Ah, geschafft. Oh, Junge. Wenn es mindestens ein Level gibt, was überhaupt keinen Spaß gemacht hat, dann war es dieses Level hier. War gerade kurz geschockt, dass da nichts anderes mehr kam, aber doch, ja, das mache ich jetzt. Also, let's go. Win all races. Absolute Race Champion habe ich jetzt bekommen. Yay. Ja, ich hatte das jetzt auch nicht. Ne, warum? Ich mache einfach den hier. So. Hat Spaß gemacht. Tolles Level. Hat Spaß gemacht. World Record Speedrun. Hey. Knapp 10 Sekunden oder so. 11, 12, keine Ahnung. Ja. Kann man auch ein bisschen schneller hinbekommen. Was soll's. Vor allem, es zählt ja auch. Also, der checkt ja nicht mal, ob ich überhaupt das Wettrennen gemacht habe oder nicht. Ja. Bisschen kann ich mir zumindest Arbeit ersparen. So. Beelzebub. Nicht Beelzebub, sondern Beelzebub. Ich habe das Gefühl, da wird eine Biene sein. Okay, kann ich mir noch irgendwas leisten mit dem wenigen Geld, was ich habe? Ja, hier, das hier. Einen Marshmallow-Hut. Oh, der sieht so lustig aus. Ne, den nehmen wir nicht. Ja, okay, den Rest kann ich mir jetzt auch nicht mehr leisten. Aber da es hier sowieso noch nicht vorbei ist danach, machen wir erstmal das Level. Beelzebub. Das finale Level. Zumindest hier von der Hauptstory. Keine Ahnung, wie viel dann noch danach kommt. Wenn überhaupt, aber ich denke mal schon. Und ja. Hier sind wir also. An dem Chor. Aber pass auf, wir wissen nicht, was wir hier finden werden. Ja, diese Gegner checke ich immer noch nicht. Ich kann die einfach nicht. Und die lassen sich auch nicht immer killen. Keine Ahnung. Letztes Level und ich werde es immer noch nicht herausfinden. Oder ich finde es immer noch nicht heraus. Wie auch immer. Okay, aber bisher läuft es doch eigentlich ganz gut. Außer, dass ich mich viermal treffen lassen habe. Checkpoint macht doch sowieso alles wieder weg. Passt schon. Was? Achso, hier sind ganz viele Fliegen. Boah. Das finde ich echt kacke programmiert, ganz ehrlich. Dass die Fliegen einem immer Schaden machen, wenn die da rauskommen. Weil die halt einmal so kurz rausspringen. Weißt du, das ist halt echt dumm. Lass mich doch einfach zweimal auf seinen Kopf springen. Weißt du? Dann ist euch derben wahrscheinlich, oder? Ja, okay, noch nicht. Noch nicht. Das ist ja noch ganz nett. Okay. Da hinten ist einiges am Abgehen. Vor allem bin ich auch gespannt, wie ich hier gleich das Speedrun machen soll. Den Speedrun machen soll. Das kann ja was werden. Kann ich den Effekt ignorieren? Weil ich will nur das Geld. Ich kann den ja machen. Bam. Jetzt habe ich kein Problem mehr mit denen. Yay. Okay. Gibt es überhaupt einen Checkpoint? Gibt es den? Und werde ich jetzt sterben? Oder wird die Plattform mich jetzt retten? Danke. Ich habe extra nicht super schnell gemacht. Damit ich auf die Plattform warten kann. Boing. Oh. Na gut. Ja, okay. Hier kann man sich hochtricksen. Das ist schon mal der erste Skip. Da kommt der. Was auch immer das gerade für eine blaue Linie war. Ja, schön und gut. Da fehlt mir jetzt aber immer noch eine Münze. Ich kann aber den ja machen. Und mich dann hier hoffentlich... Alright. Bam, weg mit dir. Okay. Das funktioniert zumindest immer, dass ich einfach dagegen schieße. Hey, hast du das gesehen? Was? Aber wir decken Todd and Lily. Oh, Todd und Lily sind hier in diesem Sturm. Wir sollen uns beeilen. Die sind hier. Deine Eltern, du weißt schon. Oh nein. Nein, dann ist hier ein Checkpoint. Nein. Oh, ist das asozial. Ja, wisst ihr was? Jetzt darf ich das ganze Level neu machen. Mann! Ich hoffe echt, ich habe jetzt wieder alles. Aber ich glaube schon.
Oh Mann. Das ist ein schreckliches Level. Ich weiß, habe ich schon mal letztes Level gesagt, aber das ist auch nicht unbedingt viel toller. Oh. Jetzt sehe ich auch diesen Sturm. Da gehen wir jetzt rein? Wow, okay. Sind wir jetzt in dem Sturm drin? Das ist alles lila auf einmal. Oh. Und das ist die Wache. Dafür, dass das hier eine Bienenkönigin sein soll, hat sie aber ganz schön viele Fliegen hier, ne? Vielleicht sehen wir ja noch gleich Bienen, ich weiß es nicht, aber man könnte schon, man würde doch schon denken, wenn das, wenn der Endboss eine Biene ist, dass dann die normalen Gegner keine Fliegen, sondern, naja, Bienen sind, oder? Vielleicht sieht die Bienenkönigin einfach aus wie eine Fliege, keine Ahnung, was weiß ich. So, zum Glück kann ich ein bisschen stallen, bis die Plattform kommen. Okay. Oh nein. Oh no, oh no, oh no, nein. Warum? Wo war der Checkpoint? Ah ja, stimmt, hier. Ja, das haben wir wieder aufgerufen. Aber warum sind jetzt weniger Kinder gespawnt? Lustig. Lustig, lustig. Tralala. Ja, okay. Du kannst auch so regeln. So, jetzt bloß noch nicht reinfallen, bis ich nicht erstmal alles habe. Alles klar. Ich hoffe mal, ich habe ja alles. Ich sehe schon, da geht's gleich weiter. Oder? Aber wir kommen immer näher ran zum Sturm. Wir kommen immer näher ran. Da ist sie wahrscheinlich dann. Ist sie gerannt, Leute? Whee! Hä? Was zur Hölle? Müssen wir es wirklich sagen? Das Ding habe ich nicht bekommen? Ich kann mich ja auch nicht hochtricksen. Überhaupt nicht. Ja, dann kill ich mich doch. Da muss ich ran. Ja, vor allem war hier ein Checkpoint direkt. Also stört's auch nicht. Was zur Hölle? Wie viel. Was? Muss man da anders abspringen für oder so? Hm, das funktioniert gar nicht. Ich versuche jetzt mal früher abzuspringen, ob das vielleicht die Lösung ist. Hä? Was zur Hölle? Haben die wirklich so getestet oder was? Ist ja schrecklich. Hallo? Ja, okay, im allerletzten Moment, glaube ich, sollte man springen oder so. Mein Junge ist ja unnötig schwer. Okay, dafür ist halt auch der Checkpoint direkt daneben. Was soll's? Ich finde nur trotzdem, dass das irgendwie komisch gemacht ist. Nicht weiter schlimm. Hey, da vorne ist direkt der Eingang. Wir sind schon fast da. Oben auf diesen Treppen hier. Ich spüre, dass hier irgendwas in der Mitte des Sturmes sein muss. Irgendwas sehr Starkes. Also bleib du auch sehr stark. Ja. Schätze, du hast recht. Hier ist es schon. Wir sind jetzt mitten. Ah, hier sieht man es auch ein bisschen. Da oben. Das ist mittendrin im Sturm. Und das hier bringt uns dorthin. Oh, damn. Aber uns fehlen Münzen. Ah, okay, da waren die Münzen. Alles klar. Wir haben alles. Nein, da haben wir nicht. Uns fehlt ein Emerald? Was? Und das Bonus-Level fehlt uns. Ja, okay, das muss ich jetzt gleich nachholen. Ist jetzt zu spät. Das sind unsere Eltern. Mom, Dad! Renata, Liebe, was machst du denn hier? Es ist gefährlich. Mein kleines... Meine kleine Kaulquappe, geht's dir gut? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin gekommen, um euch zu retten. Oh, okay, das erklärt's. Die Bienenkönigin sieht aus wie eine Fliege. Well, well, well. Schau, wen wir denn hier in der Familien, Versammlung haben. Ich bin Beelzebub oder Beelzebub, keine Ahnung. Lord der Fliegen. Okay, also es ist doch eine Fliege und keine Biene. Vielleicht heißt es wirklich einfach Beelzebub und er wird mit EES geschrieben. Okay, also es ist Beelzebub. Ich bin Beelzebub, Lord der Fliegen. Du willst mit deinen Eltern nach Hause, ne? Zu schade. Ich werde sie benutzen für das Ritual. Das plane ich schon seit Jahrhunderten. Und ich brauchte dringend ein paar Menschen. Die sind mein Ticket hier raus. Und für dich, Kleine. Ich werde dich nicht mal zuschauen lassen. Hey, Renata. Snatch und ich werden dir versuchen, hier dieses Ding zu öffnen. Mach dir keine Sorgen um uns und kick seinen Hintern. Alright, let's go, Froschgun. Ja, los geht's. Froggun.
Zumindest ist das Finale episch gemacht worden. Aua. Wie willst du das denn predikten? Hä? Was zur Hölle? Wie willst du das predikten? Junge, das geht vor allem so schnell. Was zur Hölle? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was will ich machen? Was will ich machen? Was will ich machen? Was will ich machen? Wegschieben? Was? Ich kann die wegschieben. Wo sollen die hin? Zu ihm hin? Wow, 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 wow. Hä? Mist, ich glaube, da hätte ich ihn angreifen können. Ich hab's nicht verstanden. Ist das immer gleiche Reihenfolge? Man sieht so ein bisschen den Schatten, kurz am Ende. Okay. Hab halt schon so viele Leben tanken müssen, ne? Vielleicht muss einer der Fackeln ja zu ihm hin. So hinterm Popo. Zack. Tatsache. So mache ich Damage. Ein Leben schon mal abgezogen. Okay, ich muss also meinen Hintern verbrennen. So, falls ihr Fliegen im Haus habt, wisst ihr jetzt, wie ihr mit denen umgehen könnt. Wow! Scheiwill! Wow, was? Oh nein. Der macht jetzt das exakt gleiche, was die anderen Bürste gemacht haben. Nur in noch schlimmer. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh, das macht Damage. Oh, okay. Damn! Was ein Boss! Junge! Eins. Zack. Wie er so anfängt zu brennen. Okay. Mist. Okay, das hier, das geht ja. Das sind nur Schallwellen. Das hat für jeder was gehabt. Geradeaus eigentlich ist es am besten, ne? Jetzt habe ich das leider verkackt. Jetzt habe ich es mir schwerer gemacht. Aber ich habe es überlebt. Was macht er jetzt? Was ist das? Was ist das? Nochmal? Ach so, nochmal. Alles klar, alles klar, alles klar! Nochmal? Ne, nur zweimal, okay. Komm, Fackeln! Ja, danke, danke, danke. Nein, nimm jetzt schnell! Ich hoffe, man hat nicht jedes Mal weniger Zeit dafür, das wäre echt böse. Bam! Zweiter Hit! Okay, wir wissen ja, Boss, wir haben immer vier Leben. Ich hoffe, der Endboss. Genauso. Wow. Ich versuche mich hier zu konzentrieren und zu versuchen, herauszufinden, wo das immer abgeschossen wird. Hä? Wow! Aha! Das war wieder so ein Sans-Moment, okay. Ah, nee! Wow! Aha! Also immer in die Richtung gehen, wo er hinguckt. Und nicht andersrum, okay. Ja, schaffe ich leider nicht, diese Wand, aber ich will es trotzdem noch versuchen. Hä? Ach, nur einer geht! Wow! Gut, dass ich das ganz schnell noch erkannt habe. Bam! Dritter Treffer! Okay, ein Leben sollte er haben, wenn es so wie ist wie die anderen Bässe. Die Musik ist auch so episch. Oh nein. Was zur Hölle? Ja, ist klar! Er geht so ab, Junge! Was? Ja, Junge, wie soll ich da so schnell hinkommen? Ist ja richtig dumm. Aber gut. Okay, der nächste kommt direkt daneben. Mhm. 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 So. Was macht er jetzt nochmal? Hab's vergessen. Jetzt Feuer? Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, komm her. Ich habe keine Ahnung, wie das Zeitlimit hier ist, aber bisher scheint es zu klappen. So, drei Treffer. Okay. Jetzt geht er richtig ab. Man hat genug Zeit für die Wellen. Okay, habe ich überlebt. Ganz weit hinten bleiben, dann sieht man die auch kommen. Wow, was ist das für ein Feuer hier? Oh oh. Okay. Wie beim Mottenboss. Aha, aha. Oh, jetzt geht die Musik ab. Was? Das war's schon? Was mit seiner Stampfattacke, die direkt Runde 1 gemacht hat? Kommt ihr nicht mehr? Scheinbar nicht. Na gut. Vier Treffer. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. No way. Ja gut, dass der Final Boss mehr Leben hat, das hätte ich mir auch denken können. Ich habe einfach trotzdem gehofft, dass es nicht der Fall wäre. Okay, da kamen nochmal die Schallwellen. Oh Gott. Da wird man leider auch getroffen. Jetzt muss man aufpassen. Ja, er ist stuck. Er ist stuck. Ah, das ist gut. Scheint gut zu sein. Ja.
komm. Was ist das? Was ist das? Was macht der da? Okay. Jedenfalls. Ausweichen. Okay. Wow. Die Skulls? Was machen denn die Skulls? Oh, Blitze. Hä? Was? Habt ihr eigentlich nicht verstanden? Ey, Bro! Ernsthaft? Wow! Toll! Ja, kann ich nichts machen jetzt. Ja, jetzt werde ich getroffen. Von seiner Kenki-Dama. Oh. Oh nein, das ist verbuggt gewesen gerade. Ich darf die ganze. Ja, okay, ich darf das Ganze neu machen. Ich hatte irgendeinen Bug. Na gut. Komm, eine Ehrenrunde. Ja, hier bei dieser Phase hat er sich rausgeglitscht irgendwie. Oh mein Gott, ist das böse. Wow, wow. Okay, hab's. Perfekt. Jetzt ist er nicht verbuggt. Perfekt. Was wird das jetzt? Okay, einfach rausgehen davon. Aua. Das vorher nicht gesehen. Kommst du heute zu mir? Ja, es kommt zu mir. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Was kommt jetzt mal? Blitze, irgendwelche Blitze. Hä? Ah? Was soll ich denn machen? Okay, okay, okay. Wenn das Ende ist, dann habe ich mit einem Leben noch überlebt. Bam! Let's go! Mit einem Leben! Oh mein Gott! Wir haben's! Ja. Wir haben die Coins. Oh, wie cool ist animiert. Cool, ich habe gleich erwartet, dass das animiert wird. Ja, das war Frog Gun. Ein ganz nettes Indie-Game. Ich finde, die Steam-Reviews sind ein bisschen hart zu dem Spiel. Ich habe mich auf jeden Fall dadurch vorbereiten lassen. Ja, das Spiel ist ein cooles Indie-Game. Ich finde, der Preis ist es auch wert, die paar Euro oder was auch immer es ist. Weil du hast halt wirklich sehr viele Stunden an Content, deshalb ist der Preis gerechtfertigt. Ich glaube, das ist so maximal 10 Euro das Spiel oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde das Gimmick sehr cool mit der Frog Gun. Ich finde aber, man hätte es hier viel besser in die Tat umsetzen können, weil es war immer das Gleiche. Schieß dich zur Wand oder hol irgendwas aus der Wand raus oder so. Es war immer das Gleiche. Es gab nicht super viel Variation, was ich auch schade fand. Ja, wie man die 100% bekommt, ist ja auch fragwürdig, weil es ist jetzt nicht die beste Art und Weise, das zu machen. Ich sag's mal so. Das Spiel hatte gute Ideen, hat mich alle gut umgesetzt und ich bin jetzt umso mehr gespannt auf den Nachfolger. Den werden wir natürlich dann auch, irgendwann wenn er rauskommt, dann auch zocken hier auf dem Kanal. Da bin ich gespannt, ich hoffe der Nachfolger wird alles, was hier nicht verfüllt wurde oder hier nicht so gut war, besser machen und auch erfüllen. Kann ich das Spiel empfehlen? Naja, wenn ihr gesehen habt, was ich gerade gespielt habe, wenn ihr nach einem Indie-Game sucht, nach einem 3D-Plattformer, der mal was Neues macht, ja, dann kann ich es empfehlen. Wenn ihr ein Spiel sucht, was ihr gerne 100% wollt, ich 100% ist jetzt wahr, aber ich weiß nicht, ob es an euer Game ist. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde auch, ein großer Teil von diesem Spiel ist auch einfach, du willst doch alles sammeln. Ich meine, wenn du dich hier einfach durchskippst, ohne alles zu sammeln, ist doch langweilig, oder? Finde ich jetzt persönlich zumindest. Okay, jetzt sieht man hier die ganzen Kickstarter-Backer. Ich wusste gar nicht, dass es ein Kickstarter-Spiel ist, aber war es anscheinend. Aber auch cool, dass man hier die ganzen Namen sieht. Ja, es gibt sehr viel Art. Das werde ich auch noch alles freikaufen müssen. Genauso wie die ganzen restlichen Hüte. Will ich auch noch alles freikaufen. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Spiel. Vielleicht mit der Folge, das kann gut sein. Aber es gibt noch ein bisschen mehr Content, den wir uns noch anschauen werden. Beat Belzebub Achievement haben wir schon mal bekommen. So, warte, wenn wir schon mal ein bisschen Münzen haben. Ich guck mal, kann ich mir jetzt einen neuen Hut holen? Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch hier die Schleife. Komm, nehmen wir die Schleife. Big Ribbon. Ja,
gerade 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also die Krone könnten wir uns jetzt freischalten. Aber da unten ist noch ein großer Hut, den wir noch nicht haben. Okay, ich werde hier jetzt noch für euch eben, bevor ich die Folge beende, nach den Emeralds suchen und nach dem Secret Level. Und zeig euch dann, wie man hier am besten speedrunnt. Ja. Also ja, klar, hier ist der erste, aber der zweite ist da drüben. Oh, der zweite war beim Endboss. Direkt davor. Da, direkt beim Endboss. Okay, dann weiß ich zumindest schon mal, wer du ist. Ich merke gerade, das ist gerade richtig kacke. Ich muss das Level zweimal machen. Ich muss das einmal so abschließen, indem ich den nochmal besiege. Und dann muss ich es nochmal abschließen mit dem Speedrun, wo ich ihn dann nochmal schnell besiege. Oh no. Ein langes Wochenende wird das. Schön und gut, dass hier jetzt am Ende der zweite Emerald ist. Aber ich habe immer noch absolut keine Ahnung, wie ich bitte zum Secret Level kommen soll. Keine Ahnung. Ich muss nochmal neu starten. Eine Ewigkeit später. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt danach gesucht habe. Ich habe es jetzt endlich gefunden. Online findest du auch gar keine Informationen zu dem Blödsinn hier. Ja, toll, oder? Ganz, ganz große Klasse. Mensch. Ich muss das Level sowieso gleich nochmal neu machen, denn ich möchte Snow Death hier direkt mitmachen. Aber ich sage euch hier trotzdem noch den Weg zum Secret Level und damit dann auch zum Crystal Skull. Ja, ist ein langer Weg hier hin. Aber passt schon. Boing. Ich bin froh, dass ich es endlich gefunden habe. Und ja, ich habe es allein gefunden. Und wie gesagt, es ist sehr schwer für diese Informationen online zu bekommen. Und scheinbar gibt es kein Secret Level hierfür, sondern das ist einfach schon das Level. Ha, interessant. Hä? Ja, und okay, jetzt? Achso, ich renne mal wieder zurück, oder was? Ja, okay, alles klar. Na gut, dann wisst ihr jetzt Bescheid, wo es ist. Und ich mache das alles nochmal NoDev. Hol da hinten am Ziel letzte Emerald, mach den Boss und so zeige ich euch jetzt eben direkt im Anschluss den Speedrun. Oh mein Gott, ich hab's NoDev geschafft. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Was? Das ist jetzt ein Speedrun! Das ist jetzt ein Speedrun! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Und die Musik spielt aus irgendeinem Grund wieder ab. Das ist ein Bug. Das sollte nicht passieren. Da ist eure IP-Adresse, aber nicht stoppen, sonst wisst ihr sie ja. Das wollt ihr nicht. Ich hab's geschafft! Aber weil ich mich noch nicht satisfied fühle, will ich euch einmal zumindest kurz zeigen, was ich gemacht habe, damit ich mehr oder weniger so schnell geworden bin, ja. Auch wenn ich es meiner Meinung nach nicht schnell finde. Basically. Na, ja, das ist gestorben leider, aber ich schieße mich einfach hoch, entweder bei dem Gegner oder bei dem Smaragd da drüben. Dann habe ich mich hier rüber geschossen und dann, um den Emerald zu bekommen, zack, zack. Ansonsten, was man auch machen kann, wenn man es hier nicht hinschafft, ist, sich an diese Wand, zack, hier ran zu heften. Dann boing, boing, einfach schnell hier rüber. So, ihr wisst ja, hier bin ich dann einfach den Weg lang gegangen, wie ihr es dann gemacht habt. Ding. Ja, das hier ist relativ einfach. Ansonsten hier ein bisschen stallen. Zack. Na gut, jetzt wo ich es bemerke, ich war schon relativ schnell, I guess. Ja, das habe ich auch komplett geskippt. Zack, zack, zack. Ich habe halt keine richtigen Taktiken benutzt. Ich habe einfach nur schnell gespielt. Ja. Scheinbar war schnell genug. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das schnell genug war. Ja, dann sind wir schon beim Boss. Also Leute, jetzt wisst ihr es auch. Und oh mein Gott, dieser Bosskampf, ey. Ich muss mich erstmal erholen. Und Freunde, in der nächsten Folge, ja, es wird noch eine Folge geben, können wir dann, wie ihr sehen könnt, hier nach oben. Was erwartet uns hier oben? At the top of the world. Es gibt wohl eine Bonuswelt. Ja, auch erst 77%. Das Spiel wird niemals enden. Ich sage, das Spiel ist euer Preis zumindest wert von den Spielstunden her. Oh Mann.